umgestellt wurde, dass die Hölle nun im Himmel ist und die Menschen nun da Zuflucht suchen, wo zuvor die Hölle war. Deshalb gibt es an der Oberfläche vermutlich keinen besseren Schutz als die alte Kirche. Ich verstehe nicht viel davon, aber diese Ikonen, Fresken, die die Kirchenwände zieren, rufen selbst in mir eine Art Ruhe hervor. Als wenn wir die Sünder, die die von Gottes Hand geschaffene Welt zerstören, noch immer was Absolution hoffen dürfen, noch immer um Rettung beten können. Schau dir bitte das erste hier auf. Hey, Artyom. Ich bin Wladimir. Nimm, was immer du brauchst. Also alles. Hallo. Zeug wie dieses findest du in der Metro nicht. Modernste Militärausrüstung. Hallo. Die Mannschaften warten, mich nachzuprüfen, ob ihre Familien zu den Überlebenden gehörten. Wo schnarre das erste? Ich konnte nichts dort. Manche U-Boot-Besatzungen entschieden, Rache zu nehmen und begaben sich zu ihren Abschusspositionen. Andere meinten, dass weiteres Töten sinnlos wäre, weil die Welt sowieso... Müsste ich mal auf der Straße, weißt du, mit solchen Kopfhörern um, das hätte doch was. Da würde ich auf jeden Fall definitiv auffallen, glaube ich. Sie konnten mindestens ein halbes Jahr unter Wasser bleiben. Hallo, grüß dich. Nett, dich zu sehen übrigens, gell? Oh, Khan. Hallo, Artyom. Ich sagte doch, wir sehen uns wieder. Ah, Eintrag 1. Khan, ich schulde ihm alles. Wenn er nicht gewesen wäre, würde ich jetzt in diesem Tunnel mit der Anomalien verrotten. Ohne ihn hätte ich die Bibliothek niemals erreicht. Wenn er nicht gewesen wäre, würde Miller mir niemals Beachtung schenken. Ich weiß wirklich nicht, welche Sorte Mann er ist. Ich weiß nicht einmal, ob er überhaupt ein Mensch ist. Ja, Hunter hat mich auf diesen Weg geschickt, aber Khan ist derjenige, der mit mir geht. So. Es ist seltsam, aber selbst Millers Untergebene, die keine andere Autorität als die ihres Oberst anerkannt haben, achten diese wandernden Philosophen und glauben an ihn. Er besitzt eine geheimnisvolle Macht über andere Menschenseelen. Ich wünschte, ich könnte ihn noch einmal treffen. Ich habe zu viele Fragen, die mir sonst niemand beantworten kann. Ja. Eine hübsche Basis, die Ranger sich in geschaffen der Tat. Haben. Ich habe gehört, dass die Polis dir nicht jetzt geholfen haben. Und ich jetzt? Ich hoffe, dazu bin ich ja da. Dass du mir sagen kannst. Hallo. Hier ist nicht viel Nützliches drin. Hauptsächlich Andeutungen. Immerhin der Weg zu D6. Dann ist das also unser Ziel. Bereit? Bereit für D6. Ja, wir sind bereit. Rüste dich aus, Artyom. Und nutze die Gelegenheit, dich mit Wladimir bekannt zu machen. Ja, ich wollte doch bereit, Mann. Bereit? Noch nicht bereit. Wie sieht es aus? Ullmann, ist alles bereit? Das Brennholz ist fertig. Wladimir, die Ausrüstung ist bereit. Und ihr Leute? Bereit. Dann steigt auf. Roger, Roger. Alles bereit. Over and out. Ja. Ist wohl noch ganz fröhlich. Noch ist er am Pfeifen. Noch. Oh, schade, der kann ihn leider nicht runterschieben. Das wäre zu schön gewesen.
muss ich nicht laufen. Das wäre halt schon ein bisschen leider geil, weißt du? Das ist das Verlies der Ratenkirche. Ab ins Verlies. Okay, wir schauen ein Zykli. Dunkler Tunnel, klappernde Räder und der Geruch des Todes. So begann unsere Reise zu D6. Aber unser Ziel Kapitel schien 6. jetzt näher. D6. Der Karte nach führen mehrere Wege zu D6. Der nächste davon führt durch die Gebäude bei der Kiewskaja. Das versuchen wir. Kiewskaja. Über diese Station habe ich seltsame Dinge gehört. Es gab eine Explosion im Tunnel und viele Leute wurden lebendig begraben. Angeblich haben sie überlebt, sind aber keine Menschen mehr. Es soll auch etwas Seltsames in diesem Tunnel ins Gesicht geworden sein. Eine Art Nebel. Die wird mich gerade gern fragen, was gerade mit uns passiert ist. Eine Kälte, Schock, irgendwie so ein Scheiß. Schau schon wieder. Was zum Teufel ist das? Hä? What the fuck einfach nur, what the fuck? Okay. Артём! 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 Wach auf, Артём! Wach auf! Gut, kommt zu sich. Nimm das Licht weg, du blendest ihn. Artём, bist du okay? Kannst du aufstellen? Ja, weil nachdem endlich seine Taschenlampe weggenommen hat, geht's mir gut. Was war das? Wir kommen an! Hier ist eine Luftschleuse! Hölle, ich krieg hier echt das Gruseln. Boris, schau mal nach dem Tor. Die Steuereinheit ist zerschmettert. Alle Drähte sind abgeschnitten. Vlad, wir müssen diese Tür öffnen. Artyom, du bleibst hier und gibst Rückendeckung. Wir brauchen keine Überraschung. Scheiße. Ich wusste doch, dass alles zu klar war. Vladimir, such das erste Diagramm. Ullmann, schauen Sie her. Erst verbinden wir die Drähte, dann auf mein Zeichen legen wir die Schalter um. Da draußen ist was. Etwas nähert sich. Ignorieren. Dinosaurus! Feuer! Weg mit euch! Flammenwerfer kommt! Alter Vater, sind das viele? Holy shit! Holy shit! Ja, jetzt sind die so.
sind es. Schauen Sie her. Erst verbinden wir die Drähte, dann auf mein Zeichen legen wir die Schalter rum. Da draußen ist was. Holy shit. Etwas nähert sich. Ignorieren. Achso, das ist mein Ak. Aika. Aika. Feuer! Go, go, go! Alter, die Füße. Okay, reißen wir uns zusammen. Vor uns liegt noch ein langer Weg. Okay, Jungs. Dies ist die Tür, die nach D6 führt. Was ist das? Scheiße. Ist das Scheiße, hier dunkel? Euer Eintrag. Dunkler Stirn, Eintrag 1. Meine seltsamen Träume gehen weiter. Ich bin mir nicht mehr sicher, dass es nur Träume sind. Und das ist mir noch nie passiert. Die Träume scheinen eher Visionen zu sein und sie werden immer lebhafter. Herrschen sogar noch über mein Bewusstsein, nachdem ich aufgewacht bin, obwohl ich ihre Bedeutung nicht verstehe. Und von Zeit zu Zeit wache ich immer mit demselben heftigen Gefühl aus, der Vorahnung einer Katastrophe. Eine, die von meinem eigenen Tun ausgelöst wird. Ach du Scheiße. Das hört sich aber als andere als cool an. Weiter geht's. Das Chaos des Tunnels war hinter der Luftschleuse eingeschlossen. Sie schienen unverwundbar zu sein. Und meine Kameraden ebenfalls. Okay, wir sind durch. Machen wir das hier schnell. Ullmann, Sie übernehmen das Sturmteam. Boris und Stepan, ihr deckt den Komiker. Artyom und Wladimir, ihr bleibt nah bei mir. Okay, legen wir los. Warum so eilig, Oberst? Wie wäre es mit einer Raucherpause? Wir sind so furchtbar nervös. Die Bösen machen auch keine Pause, wie Sie wissen. Vorwärts, meine Soldaten! Große Taten warten auf uns! Große Taten? Irgendwie bin ich nicht so wild darauf, mich in den Geschichtsbüchern zu vereinigen. Eine Raucherpause, hammergeil, ey. So, was haben wir hier drin? Schönes.